Ein Albtraum. Ein kleiner. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Little Nightmares. Kleine, aber feine Albträume. Und das Ganze mit Webcam. Hallo zusammen. Ich habe ein bisschen reingelullt schon in Little Nightmares. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist schon längst draußen. Aber ich wollte mir unbedingt mal den ersten Teil... Ich habe schon viele Kollegen gesehen, die auch das Spiel Let's Played haben. Und ich wollte es unbedingt mal selber spielen. Daraufhin, lasst uns überraschen, was passiert. Das sind aus wie kleine Gartenzwerge. Sehr dunkel, haben wir irgendwie da... Wir haben ein Feuerzeug, perfekt. Öllampe, da kann man so ein bisschen Licht mitmachen. Ja. Ich muss mal gucken, wie die Tasten. Alles klar. Wie können wir uns denn ducken? Das Feuer. Das ist nicht ducken. Irgendwie die. Ne, das ist auch Feuer. Das ist halt die Taste LT. Wie süß die Kleine aussieht mit den kleinen Regenmann. Ich muss dabei immer an, S denken. Die Neuverfilmung. Wo der kleine Bruder da mit dem gelben Regenmantel. Leute, die den Film kennen, wissen, wovon ich rede. Ach, alleine schon wieder diese unterschiedlichen Sounds finde ich wieder total geil. Pass mal auf. Regen weg. Ne, wieder Regen auf die. Auf den Regenmantel tropfen. Jetzt pass auf. Oh, alle diese Einzelheiten, ne, ist genau mein Ding wieder. Also ich bin auf jeden Fall auf ein Schiff, würde ich sagen. Vorziehen wir aus, können wir auch rennen? Ah ja, können wir. Oh. Da ist eine Wand. Wer bist du denn? Irgendein Figürchen. Na, schon alles etwas älter. Etwas gebraucht. Da war doch einer. Etwas gebraucht da. So, damit dann alles nicht so hier. Warte mal, können wir die Sachen noch nehmen? Ja, können wir. Ah, was ist so viel zu schwer? Shit. Ich mal probieren, ob ich die Regen. Die Tropfen damit einfangen kann. Weißt du? Aber ich glaube, die Sachen sind uns alle zu schwer. Ah, ich muss auch rechtzeitig packen, okay. Aber da war jetzt nichts im Raum sonst, oder? Also ich glaube bei dem einmal tropft schon was rein. Hier sind jede Menge Kippen. Und hier, den kann ich. Der ist auch voll, glaube ich. Mit irgendwas. Achtung, ich mache ganz kurz das Mikro ein bisschen lauter, weil ich sehe gerade, der Pegel ist ziemlich unten. Aber dass ich ihn gar nicht bewegen kann. Der ist doch leer. Bin ich so ein Schwächling? Und hier unten? Warte, wollen wir zucken? Noch ein Köfferchen. Ne, eine Truhe ist das, glaube ich. Okay. Ich sehe jetzt so nichts. Bis dann gehen wir weiter. Oh! Da wo schon länger der hängt? Auf jeden Fall hat er seinen Schuppen und Klopapier hier gelassen. Ey! Oh, egal, ich kann das nehmen. Warte. Sorry. Und jetzt. Oh, cool. Was jetzt so fehlen würde, ist, wenn ich das werfen und sich dann so ausrollen würde, weißt du? Aber hier ist bestimmt ein Brief. Aber kann ich den lesen? Nee, bestimmt kann die gar nicht lesen. Hier wird ja auch jemand aufgehangen. Dran hängen können wir uns auch nicht. Ah. Hier kommt hier die Türklinke. Ich denke mal, wir brauchen den Stuhl. Ach, den Stuhl können wir schieben.
Aber so einen öffentlichen Topf, weißt du, den können wir nicht schieben. Und hepp. Es ist sehr dunkel hier. Ein Kühlschrank. Da sind wir nochmal neugierig. Was sich da leckeres drin befindet. Ein Zwerg wieder. Und ich glaube, ich habe Schuhe gefunden. Jetzt habe ich darauf geachtet, war hier hinten irgendwas? Kann ich die wieder zumachen eigentlich? Oh ja, geht. Perfekt. Oh ne. Warte, warte. Nur ein Karton. Okay. Ach, und da ist bestimmt der Zwerg jetzt abgehauen. Aber die ganze Zeit nichts, ne? Komm, fang ich an aufzunehmen, fang ich wieder an zu husten. Nein, nicht springen. Boah, ist die doof. Ist das eine Sie oder ein R? Ich hab's einfach mal entschieden, dass das eine Sie ist. Blutigel. Blutigel bei so einem kleinen Körper. Würde ich sagen, das geht nicht gut. Ich sehe gerade so noch was. Und hepp. Noch mehr Blutigel. Ich denke, kann kriege ich die Bretter los? Ja, klar, festgenägte Bretter kriegen wir los, aber wir können keinen Topf schieben, ne? Alter Schwede. Oh nein! Was ist das denn? Wo komme ich da durch? Da hinten. Mach auf die Kacke hier. Hölzer! Feuerzeug. Ja, da muss man mit dem Feuerzeug jetzt vorsichtig, ne? Wenn du voller Öl bist. Das ist keine gute Idee. Da ist wieder ein Zwerg. Vielleicht kriegen wir ihn diesmal. Warte! Bleib stehen! Wo ist er hin? Auf jeden Fall nicht dahin, wo wir hin wollten, glaube ich. Das Rad. Ah, ich glaube, gegenüber ist die Tür ist aufgegangen. Und 1, 2, 3, hepp. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, wir müssen hier drüber springen. Na, komm. Perfekt. 1, 2, 3, hepp. Ja! Noch einer! Bleib stehen! Oh Scheiße, komm schon mal zurück. Ah, Mist! Ah, ja. Da war noch, glaube ich, was. Ah, verdammte Scheiße. Was war das? Hier war ein kleiner Käfig. Ich glaube, die Kerzen sind auch so ein Speicherpunkt. Kann das sein? Ja, ist auch ein Speicherpunkt. Da unten zeigt direkt das Auge auf. Heißt ja, wir speichern auch an diesem Zeitpunkt. Nö, Ratte! Geh weg, du Kacke! Ah ne, Tatsache, wir sind auf dem... Bah, das ist ein Klo! Die scheißen direkt nebeneinander! Bah! Das Gitter sieht so aus, als ob das unter Spannung wäre. Komm ich da oben an die Lüftung dran? Irgendwie? Irgendwo?
Warte mal, wir können Klopapier mitnehmen, oder? So. Schau dich um. Ah, okay. Ich hab was. Und zwar sehe ich gerade die Leitung, die geht hinter die Türe. Da schauen wir doch mal direkt. Ja, da ist ein Hebel. Da kommen wir bestimmt nicht so dran. Heißt, wir müssen einmal die Kiste mit Scheißungspapier eben dahin schieben. Ah, so. Ja, aber kein... Eine Kiste mit Scheißungspapier, aber kein Topf, der leer ist, mal eben kurz irgendwo hinschieben. Okay, da geht eine Zeit. So, wir sind durch. Hinter ist nichts. Sieht aus wie, ja, wie eine Art Spielplatz, sag ich jetzt mal. Weil hier ist eine Wippe. Schaukeln. Ein Zug höre ich gerade schon. Kommen wir da auch irgendwie hoch? Nee. Ach, guck mal. Ich könnte sogar umwerfen. Hier ist noch ein Zaun. Oh, du lässt ja auch fast mit allem interagieren, ne? So, jetzt müssen wir gucken, wo geht denn die Geschichte hier hin? Da kommen wir nicht hoch. Guck mal, an der Seite, klettern geht auch nicht. Hier werden aber keine Leitungen jetzt angegriffen, außer da hinten, aber das ist hier nicht. Oder, wir müssen... Können wir nochmal zurück? Ja, wir können nochmal zurück. Kann gut sein, dass wir den Hebel umlegen müssen, um dann beide Türen zu erreichen. Das kann natürlich auch sein. Sorry. Gerade gegessen. Und lauf! Lauf, du kleine schöne, du kleines schönes Wesen, lauf! Wir sind zuvor, aber der war ja aus. Wir haben es geschafft. Können wir da reinkommen oder mal horchen oder klopfen, wäre auch geil. Warte mal. Keiner da. Oh. Auch keiner da? Ausprobieren. Auch keiner da? Aber wieso sind hier so Art Gefängnisse, sag ich jetzt mal, weil die kannst du ja von außen verschließen. Wer ist das? Ich denke, meine Sicht zu gehen ist nicht so gut. Geh nicht ins Licht. Da ist eine Lampe, die werden wir direkt natürlich mal anmachen. Hallo, an. Nicht dran vorbeigehen, anmachen. Oh, da ist ein Zwerg. Gehen wir mal hier runter. Jetzt abgehauen. Warum hauen die ab? Was haben die? Ah, da ist er. Hallo. Ja, grüß die Overnand. Hallo. Brauchst keine Angst haben. Oh. Ein Ärmchen. Wie süß. Und jetzt? Was können wir jetzt mit ihm machen? Im Arm. Ja, wir können es mit uns schleppen. Okay. Können wir wegwerfen, das geht auch. Komm, du hast Feuer, kannst dich wärmen. Ach, jetzt mischen wir den Saal hinter uns her, oder was? Ach, jetzt mag er uns. Ah, kleiner Drecksack. Naja, rüber kommen wir nicht. Ich denke mal, wir müssen wieder zurück. Vielleicht ist es eine Art, weißt du, wenn du so Münzen sammelst bei manchen Spielen oder so, weißt du, dass du Zwerge sammelst hier.
Ich vermute mal, das sind auch so kleine Leute gewesen, wie ich es bin. Da sind die verpufft. Hm. Warum auch immer. So, ich glaube, rechts geht weiter. Wir gucken nochmal links. Da ist eine offene Tür. Auch mit kleinen Fußabdrücken. Eine Figur. Hey, ich hatte, hier geht's so kaputt. Aha. Warte mal. Ach, das ist ja wieder schwarz hier. Aber hier ist. Ich sehe jetzt so nichts. Außer dass da drunter wieder schwarz ist. Hier. Hinterlassen wir Fußabdrücke. Ja, leichte Fußabdrücke. Cool. So, das Figur haben wir. Gehen wir weiter rollen. Bis jetzt kommen wir noch super durch. Aber ich glaube, das wird sich. Was hat denn für ein Vogel? Er hat auf jeden Fall die Augen verbunden. Ich glaube, ich kann dann das Feuer anmachen. Aber die Kinder, die hier liegen, die leben auf jeden Fall. Ich gehe jetzt einfach mal hier durch, mit der Hoffnung, nicht entdeckt zu werden. Das sind Kinder. Ich kletter mal eben hier hoch, weil ich glaube, hier oben kann mir nicht viel passieren. Ach du Scheiße. War das Vieh, was vorhin die kleine Kiste getragen hat? Hinter sich hergezogen hat? Warte mal, ich bin mal so aufgeregt. Ich muss mal eben einmal so hochsetzen. Mein Gott. Ein bisschen spannend ist das ja schon, ne? Ich hoffe, das mit der Kamera, mit dem Dunkeln, das geht so. Ich habe nur ein bisschen durchsichtig und ein bisschen dunkler mich gemacht. Ne Ratte! Hau ab! Was ist jetzt? Musst du kacken? Ich glaube, die hat Hunger. Ey, sag bloß, wir müssen Ratten fressen. Das fehlt mir noch. Wo das aussieht, das ist ja eine Kombüse. Oh, da gibt ein Mordschiss. Kenne ich selber, wenn es so grübelt. Oh, da ist ein Kind. Hör mal, magst du denn Essen nicht? Ich esse das gerne für dich. Gibt sie uns. Ja, gib. Werf rüber. Oh ja. Dankeschön. Dafür darfst du jetzt auch bestimmt gehen. Wieder ein Strick. Wenn alle Stricke reißen. Ich habe irgendwie den Drang, mich da dran zu hangeln. Ich weiß nicht. Also mich nicht aufzuhängen, sondern dran zu hangeln. Kann ich nicht nehmen? Kann ich denn da auf die Kiste springen? Höp. Ja, und dann? Ich komme nicht da dran, oder? Nee, komme ich nicht. Kann ich denn da dahin schieben? Auch nicht. Doch. Das ist aber eine komische Dusche hier. Warte mal. Falls ich irgendwo was schwarz an den Füßen habe, weißt du?
Ich würde mich gerne da oben an den, an das Ventil hängen da. Ich habe irgendwie den Drang, da hochzugehen, aber ich glaube nicht, dass ich da... Nee, komme ich nicht. Brauche ich den? Wofür brauche ich den? Warum kann ich den ziehen? Was passiert, wenn ich ihn runterwerfe? Ich hoffe, ihr habt gezählt. Was war das? Jede Sekunde, 100, jede Sekunde 100 Meter? Oder wie war die Faustregel? Ich weiß nicht mehr. Da komme ich von der Seite hoch. Rüber. Bin ein bisschen aufgeregt. Ah, okay. Hallo! Kann ich hier... Tatsache. Ich dachte erst, ich muss da rüber, aber... Beim Packen hat sie doch direkt die Kette genommen. DW, das war's. Oh nein! Man hat förmlich die kleinen Knochen knacken gehört. Beziehungsweise brechen gehört. Hä? Ich hatte doch da oben eine Kerze angemacht. Ich werfe jetzt mal nicht runter. Mit der Hoffnung, dass uns das nicht verraten könnte, weil je nachdem, ne? Man kennt das ja aus gewissen Horrorfilmen. 20 Jahre hat sich nichts gerührt und plötzlich rührt sich was und schon wird irgendwann aufmerksam. Genau wie das. Ich hab doch hier die Kerze angezündet. Beziehungsweise die Lampe. Da habe ich immer gedacht, das wäre jetzt ein Speicherpunkt. Ah, gedrückt halten, okay. Hallo? Wo willst du hin? Bist du doof? Hallab! Die Leiter führt ins Nix, haben wir vorhin schon gesehen. Nein, nein, nein! Boah! Ich will immer die A-Taste drücken, weißt du, mit der Bestätigung, dass er da hoch soll, aber da bin ich wieder zu hektisch. Wofür ist das? Oh, stopp! Erstmal zu mir! Komm zu mir! Nein! Nein! Lass mich raten, er hat wieder nicht die Kerze. Nein, hat er nicht. Aber sie macht doch die Lampe an. Warum der dann nicht an der Lampe neu startet, was verstehe ich nicht. Ach komisch, jetzt ist er an. Hä? Kapier ich nicht.
müssen wir alles verstehen. Ja. Einmal hoch. Hoch, habe ich gesagt. Und irgendjemand muss das doch hören und merken. Warum sind überall die Gitter voller Spannung? Verstehe ich nicht. Das war Instinkt. Ich konnte es mir irgendwie denken, weil was anderes, eine Leiter sehe ich nicht. Und der oben guckt ja schon halb raus. Nein. Okay. Aha. Von wo das dann darüber? Kiste? Ich glaube, die muss ich runterwerfen, so wie es aussieht. Ach, gucke mal. Können wir den kleinen Mann befreien? Wo geht er hin? Wo geht er hin? Wo geht er hin? Hau doch nicht, steig dir mal ab, Mann! Da, komm her. Komm, umarm. So, jetzt sind wir Freunde. Komm. Komm, du kleiner Stinker, komm. Ah, Moment, kommt der nicht, okay. Okay. Wieso kommt mir der Ort so bekannt vor? Ach klar! Ach, jetzt haben wir den Strom ausgeschaltet. Also haben die Anlage spannungsfrei geschaltet und jetzt können wir, wie es ausschaut. Ah, jetzt kommen rechts durch die Gitter. Hab ich gar nicht drauf geachtet oder aufgepasst. Noch so ein Auge. Nein! 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 Scheiße. Verdammte Hacke nur eins. Ich glaube, wir müssen mit dem Putzwagen gehen. Wenn wir hätten dabei rennen müssen. Ja, ja, bla bla blub. Ach komm, rutsch Quau. Da siehst du mal.
Brücke. Wie es nach der Brücke aus, wie es hinter der Brücke aussieht, erfährst du in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, dass du wieder eingeschaltet hast und freue mich, dass du wieder dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da lassen, schreib mir in die Kommentare, lass ein Abo da und aktiviere die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Kleine Randinfo. Ich habe die letzten Tage Cyberpunk-Folgen aufgenommen. Ihr habt ja auch schon länger als jetzt nicht mal was von mir gehört. Das wollte ich jetzt noch hinzufügen, also von daher ganz ruhig. Klar, privat geht's natürlich momentan auch immer, ist auch momentan alles ziemlich stressig. Deswegen habe ich momentan ein paar Let's Plays nicht aufnehmen können, beziehungsweise nicht bearbeiten können. Und ich habe mit Cyberpunk-Aufnahmen momentan viele Probleme gehabt, da ich vieles nachkommentieren muss und auch nachbearbeiten muss und und. Von daher hatte ich mal jetzt eine längere Pause, musste mal mich um andere Projekte kümmern. Aber trotzdem bedanke ich mich wie immer, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich, wenn du wieder beim nächsten Mal dabei bist bei Little Nightmare. Ciao.